Nein. Oh, die Kap. Ich muss sagen, die Schürze sieht schon ziemlich geil aus, wenn man die dran packt. Ja, da kann man auf jeden Fall eine gute GT3-Optik machen. Hätte er einen richtigen GT3-Spoiler, diesen komischen Forza-Spoiler. So, einzige, was ich mache, ist schon mal direkt die Felgen gemacht, die ich scheiße hässlich finde. Muss ich echt mal sagen, das erste Serienauto, wo ich sage, die Felgen sind potten hässlich. Wo ich die sage, die.